Es ist nass, düster, kalt und matschig. Der Küchengarten liegt im Winterschlaf. Und was mache ich da am besten, um meine Stimmung etwas zu heben? Klar, ich fahre ins Pflanzencenter. Hallo im Küchengarten, heute mal mit einem Vlog. Ich fahre heute zum Dena, der ist nämlich am nächsten zu mir, da fahre ich nur eine Viertelstunde hin. Der ist übrigens in Österreich, in Vorarlberg, genauer gesagt in Hohenems. Der ist wirklich das nächste Pflanzencenter zu mir. Ich wohne ja hier in der Ostschweiz und ich habe über die Grenze nur 2 Minuten. Und außerdem sind die ganzen Pflanzen in Österreich viel billiger als hier in der Schweiz. Das ist natürlich noch ein zusätzlicher Pluspunkt. Ihr wisst ja, dass ich ein riesiger Fan von Orchideen bin, von der Phalaenopsis, also der 0815-Idee, die man eigentlich in jedem Supermarkt, Pflanzenmarkt, Baumarkt jetzt schon bekommt. Aber ich erweitere nach und nach meinen Bestand, denn wenn es hier draußen im Winter im Garten so diesig ist und man nichts machen kann, dann fehlt mir dieses Arbeiten mit Pflanzen, mit Grün. Das tut mir einfach so gut und macht mir so eine Freude, mich um die Pflanzen zu kümmern. Und meine neue Leidenschaft sind die Alocasia, die nennt man auch Elefantenohr. Da sind die Blätter einfach traumhaft schön in verschiedensten Farben, Sprenkeln, Größen. Und da möchte ich heute im Dena schauen, ob sie ein paar Raritäten für mich haben. Ich schaue da eher nach kleinen Pflanzen, denn ich möchte die selber großziehen. Und außerdem sind sie dann auch billiger. Wenn sie schon groß und mehrjährig sind, dann sind sie auch noch recht teuer. Das heißt, ich mache mich jetzt auf über die Grenze rüber nach Österreich. Und wenn ihr Lust habt, begleitet mich doch gerne. Ich denke, wir werden gemeinsam ein paar tolle Sachen entdecken. Und vielleicht kann ich auch euch helfen, eure Stimmung jetzt in den Wintermonaten etwas zu heben. Schon angekommen, das ging super schnell, also sicher nicht mehr als 10-15 Minuten. Es ist noch gar nicht viel los, ich habe einen Parkplatz direkt gegenüber bekommen. Jetzt hole ich mir einen Einkaufswagen und dann geht's los. Seht ihr meine Freude? Oh, schaut euch mal das an, da hätte ich echt früher kommen sollen. Ein Saatgut-Adventkalender. Na gut, merke ich mir fürs nächste Jahr vor. Oh, da unten ist ja sogar noch einer. Das ist herzig. Ganz wichtig und muss unbedingt mit. So ein Orchideenblattpflegespray, der auch gleich Dünger in einem ist. Darauf schwöre ich total. Sie blühen regelmäßig und wahnsinnig lange. Abstecher in die Heimtierabteilung. Wenn ich hier bin, kaufe ich natürlich für unsere Deko auch immer was Feines. Und natürlich Luki, der kommt später dran. Oh, hier kommen wir jetzt dorthin, wo es schön wird. Links Orchideen. Und Töpfe brauche ich auch. Oh mein Gott, herrlich. Wow. Oh. Eigentlich wollte ich keine Orchideen mehr kaufen, aber schaut euch mal das an. Mein Gott, und da sind gleich 2 in einem Topf. Was kostet denn das? Mal schauen. 30 Euro, aber 2, das sind 2. Oh, bleib stark, Katharina, bleib stark. War ja klar, mit mir darf man nicht in den Pflanzenmarkt. Ich war schon bei der Rabattecke. Schaut mal, oh, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Alocasia Silver Dragon, 5,99 €. Schaut mal, wie groß die ist. Und ich wusste, ich ärgere mich wieder, denn ich habe mir gerade eine übers Internet bestellt. Die war nur die Hälfte mit 3 Blättern und hat 22 Franken gekostet. Psst, erzählt das nicht meinem Mann. Oh.
Oh mein Gott, der Traum meiner schlaflosen Nächte. Das ist das, was mich an den Alokasien so fasziniert. Schaut euch diese Blätter an. Die habe ich schon, das ist die... Genau, die Black Velvet. Das war die erste, warum ich mich so in Alokasien verliebt habe. Eigentlich wollte ich die Pink Princess oder so mit pinken Stängeln, aber die haben sie gerade nicht. Die schaut ja toll aus. Wie kostet denn die? Sebrina, aber die ist schon recht groß. Und hier? Alokasia Friedeck. Nee, also die muss es unbedingt werden. Schaut euch mal diese Blätter an. Unglaublich. Alokasia Scalprum. Preislich auch noch recht gut. 17,99. Ein Riesenteil. Und schaut euch diese Stiele an. Die Blätter schauen jetzt ein bisschen zermergelt aus. Ich weiß nicht, ist das ein Zeichen für irgendwelche Schädlinge? Gefunden habe ich jetzt nichts. Der Preis ist sensationell. Diese Stiele. Ich muss nachdenken. Ja, logisch. Und während ich nachdenke, gehe ich an den Orchideen vorbei. Mein Gott, schaut euch diese Farbe an. Wie Honig. Und dieser Verlauf habe ich noch nie gesehen. Was? Bitte, was? Oh Gott, jemand muss mich stoppen. Aber diese ganzen Sonderangebote, gerade bei Töpfen. Von der Pflanze habe ich auch schon total viel gehört. Diese String of Pearls, glaube ich, heißen die. Die sollen ja ziemlich schwierig zu kultivieren sein. Pflanzenabteilung haben wir verlassen. Mit den Nerven am Ende. Pleite. Und mit vielen Entscheidungen, die ich treffen muss. Aber wenn ihr schon mal in so einem Pflanzenmarkt seid, so einem großen wie hier der Dena, gebe ich euch den Tipp, unbedingt in die Aquarien-Terrarien-Abteilung zu schauen, denn da findet man ganz viel für die eigene Erdmischung, vor allem für Orchideen. Die haben hier wirklich alles über Pinienrinde, genau die richtige Größe. Hier haben sie, was haben sie da? Zypressenmulch. Das würde ich jetzt nicht unbedingt, aber was ich jetzt gesehen habe, ist hier Vermiculit für die Anzucht. Hätte ich nie gedacht, dass die das hier haben. Natürlich Sphagnummoos, dann hier Kokosblöcke, getrocknete, preislich auch sehr gut. Das Ganze hier natürlich auch noch in größeren Mengen, das ist hier der 20 Liter Sack Pinienrinde, den werde ich mir mitnehmen. Preislich richtig groß, die Stücke richtig groß und eure Orchideen lieben es. Und das Tolle an der Geschichte ist, wenn man es ja hier fürs Terrarium verkauft, ist das Ganze auch noch gedämpft. Also das ist kein Ungeziefer und nichts drinnen. Perfekt für eure Pflanzen, im Speziellen für eure Orchideen. Also mein Wagen schaut momentan so aus. Geht noch eigentlich. Lucky natürlich nicht vergessen. Und natürlich ganz wichtig im Winter, auf keinen Fall vergessen, die Pflanzen gut einpacken, denn diese tropischen Pflanzen erleiden natürlich sehr leicht einen Kälteschock und das vertragen sie überhaupt nicht. Die Alokasia Lauterbachi habe ich dann sogleich umgetopft, weil die Erde hat mir ziemlich verdichtet und matschig ausgeschaut und solche tropischen Pflanzen lieben ein sehr krümeliges Substrat, ein durchlässiges Substrat, damit sie keine Wurzelfäulnis bekommen. Ich habe also dieses Substrat sehr gut entfernt, die Wurzeln abgewaschen und mich dann für einen etwas kleineren Topf entschieden, damit die Wurzeln das Substrat richtig schön ausfüllen können. Und dann habe ich es mit meiner eigenen Pflanzerdenmischung
gefüllt, noch ein paar Mykorrhiza-Pilze dazu. Die helfen bei der Durchwurzelung des Substrats und bei der Nährstoffaufnahme. Und in das Gießwasser habe ich dann noch ein paar Bachblüten gegeben, um den Schock des Umtopfens möglichst gering zu halten. So, und jetzt bin ich zurück vom Dehner mit all meinen Schätzen. Jetzt möchte ich euch kurz zeigen, für was ich mich im Endeffekt entschieden habe und was ich da doch preislich recht gut erreicht habe. Also ich bin sehr zufrieden. Wir fangen mal mit dem Zubehör an. Da habe ich ja diesen großen Sack Katzenfutter, 2,8 Kilo. Dann habe ich hier diesen Riesensack von der Pinienrinde aus dem Terrariumbereich, 20 Liter, also das ist richtig super. Dann habe ich hier ja noch ein paar Erbsenflocken für die Degus und zweimal so eine Knabberstange. Dann habe ich den Orchideenpflegespray. Ich habe mich dann doch im Endeffekt für die Eigenmarke vom Dehner entschieden. Die hatte ich auch schon mal und ist doch einen Euro billiger als der passende Spray von Compo. Dann habe ich hier 4 tolle Keramiktöpfe. Die waren alle im Angebot. Also zum Beispiel dieser Orchideentopf, der 2,50 Euro. Also sowas finde ich ja ein Wahnsinn. Der war auch in der Angebotsecke, der auch 3,49. Also da kann man nichts mehr sagen, 2,99. Und für all die neuen Pflanzen, die ich habe, ist ja so eine Topfgröße ganz gut, während sie wachsen. Und jetzt kommen wir natürlich zum spannenden Teil, meine Pflanzenschätzchen. Da musste natürlich unbedingt hier die Alocasia Silver Dragon mit, die ja um 50% verbilligt war. Ich zeige euch mal im Vergleich, wie ich erwähnt habe, jene, die ich hier beim Onlineshop um 21 Euro bestellt habe. Das ist der Größenvergleich. Jene, die ich hier bei einem Onlineshop in der Schweiz bestellt habe, um 21 Franken. Also das ist ja momentan circa 1:1 mit dem Euro. Und diese hier in der Angebotsecke vom Dehner. Also eine traumhaft buschige Alocasie. Die hat ja hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blätter. Die ist aber auch recht schön von den Blättern her, kriegt hier sogar gerade ein neues. Aber was das Tolle hier in dieser Angebots-Alocasia Silver Dragon war, das zeige ich euch hier schnell. Ich habe die schon umgetopft, weil da bin ich bei so Pflanzen aus dem Pflanzenmarkt immer sehr schnell, da das Substrat meistens viel zu dicht ist und Wurzelfäule sehr leicht entsteht. Und da habe ich doch tatsächlich 4 Korns drin gefunden, so nennt man diese kleinen kugelförmigen Auswüchse der Alocasie, aus denen man ganz leicht neue Pflanzen ziehen kann. Die habe ich jetzt hier gleich in so ein kleines selbstgebautes Terrarium gepackt, was ja im Endeffekt richtig begeisternd ist, denn ich habe jetzt hier, also da seht ihr schon die Spitze rausragen, die habe ich hier in so Aquariensubstrat, damit sie schön feucht bleiben, weil die brauchen zum Sprießen eine schön hohe Luftfeuchtigkeit. Also jetzt hatte ich ja im Endeffekt mit der Mutterpflanze 5 Pflanzen zum Preis von einer verbilligten, also einer halben. Also für mich ein unglaubliches Schnäppchen, über das ich richtig glücklich bin. Genau, das ist hier also die Alocasia Silver Dragon. Dann habe ich hier noch eine zweite Alocasia. Das ist die, die mir mit den Blättern so toll gefallen hat. Also die schaut aus wie Schlangenhaut. Das ist sensationell. Die nennt sich Alocasia Scalbrum. Also es gibt ja ungefähr 70 verschiedene Alocasia-Arten. Habe ich im Internet recherchiert. Da kann das Sammelherz wirklich tätig werden. Habe ich auch schon umgetopft. Ganz wichtig. Und dann ist hier noch eine Alocasia. Das war diese wunderschöne große, die Alocasia
Lauterbachi, weil für die Größe, für 18 Euro, habe ich das richtig toll gefunden. Da haben mir die schön gemusterten Stängel so gut gefallen. Die schaut momentan ein bisschen arm aus, also sie lässt ihre Blätter hier hängen. Aber das ist auch wegen dem Umtopfen, sollte sich aber in den nächsten Tagen wieder erholen. Der werde ich jetzt einen schönen hellen Platz geben und dann wird das schon wieder. Und mein letzter Schatz ist jetzt keine Alocasia, das ist ein Philodendron Ring of Fire, aber der hat mir so gut gefallen. Schaut euch mal diese wunderschön gemusterten Blätter an und er war so schön voll und hat hier schon wieder neue Blätter bekommen. Also der wird wirklich wunderschön ausschauen bei mir im Wohnzimmer. Und den habe ich auch schon umgetopft. Den habe ich hier in so einen selbstbewässernden Lechusa-Topf gesetzt. Das wird ihm auch gut gefallen. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, was ich für all diese Sachen, also ich finde, das war ein recht beachtlicher Einkauf und ich habe nur 120 Euro bezahlt. Also da muss ich sagen, da war ich ja fast ein Schnäppchenjäger. Bin ich stolz auf mich und ich freue mich unglaublich über meine Schätze. Das war's jetzt also mit meinem Pflanzenkaufrausch-Vlog. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich werde mir jetzt noch schöne Plätze für meine Pflanzen aussuchen. Also zuerst bleiben sie ein bisschen in Quarantäne, weil ich traue der Schädlingsfreiheit nicht so ganz. Da ist es immer ganz wichtig, das kann ich nicht oft genug betonen, dass ihr die Pflanzen 2 Wochen circa separat von euren anderen aufstellt, weil ihr wollt euch ja nicht irgendeine Schädlingsepidemie einschleppen. Aber ich kann ja schon träumen, wo ich sie nachher hinstellen werde. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch eine ganz wunderschöne weitere Adventszeit. Vergesst nicht, bei dem Garten-YouTuber Adventkalender hineinzuschauen. Der läuft immer noch. Und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir am Kanal im Küchengarten. Bis dann!